Jahren. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich weiß, schwer für den Moderator, wenn er jetzt einen Moment still sein muss. Du versuchst hier gerade Menschen zu interviewen, die 20-jähriges Ehejubiläum haben. Am 9.9.99 steht hier in meinem Buch. Gib dir keine Mühe. Das sind die Falschen. Mit den Richtigen kannst du irgendwann mal telefonieren. Das sind unsere Lockvögel. Schönen Dank, dass ihr das mitgespielt habt. Er muss jetzt ganz tapfer sein. Es gibt nämlich noch etwas anderes zu berichten. Ich erzähl mal, Jubiläen ist schon das Stichwort. Dieser junge Mann hier feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Seit 15 Jahren moderiert er immer wieder sonntags. Und erst letzte Woche hat er hier zum 200. Mal diese Sendung moderiert. Ich denke, jetzt könnt ihr mal richtig applaudieren. Ja, ja. Deine Jungs und Mädels haben sich heute was Besonderes einfallen lassen für dich, weil die wissen, dass es da eine Sängerin gibt, die du sehr verehrst. Und die haben jahrelang versucht, diese Sängerin in die Sendung zu holen, zu engagieren, dass sie hier singt. Es hat nie geklappt. Heute aber, zur letzten Sendung in diesem Jahr 2019, hat es geklappt. Man hat sie hierher bekommen. Sie wird doch gleich hier auftreten. Wir können schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Komm, wir gehen hier durch. Es hat geklappt. Sie, ist eine Rolle verrückt, sie oder? Liebt dich. Sie liebt dich heiß und innig. Sie verehrt dich, so wie du sie liebst und verehrst. Man kann sagen, irgendwie hast du ihr sozusagen das Leben geschenkt. Und sie kennt auch eines deiner Lieblingslieder, das sie jetzt singen wird. Sozusagen ein Engel. Hier kommt zu euch und besonders zu dir, lieber Stefan, deine Tochter Johanna. I'm
Danke. Danke, danke. Du verrückte Maus. Ein Applaus. Wahnsinn. Du seid so verrückt. Eine große. Danke, danke, danke. Man könnte auch sagen, eine weiße Rose. Einer der größten Hits. Danke, Johanna. Danke, danke. Ihr seid alle verrückt. Vielen Dank an meine Redaktion. Also ich habe heute mit allem gerechnet. Mit meiner großen Tochter, ja, so ein bisschen, dass sie mich ab und zu besucht, bei immer wieder sonntags, aber auf der Bühne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz groß. Ganz, ganz groß. Als Sängerin. Eine weiße Rose, einer der größten Hits. Der Kastelruther Spatzen. Die weiße Rose.